Oje, oje. Fu, fu, fu. Was mit den anderen? Kommen die jetzt auch hierher? Wenn ja, von wo? Ach, da. Wow. Da ist aber noch einer, oder? Oh ja. Da hinten habe ich schon wieder welche gesehen. Oh, ich drehe durch. Ich will endlich raus. Nicht nur wegen den Mutanten, sondern einfach grundsätzlich. Oh, meine Maske ist auch nicht mehr so die beste. Oh Gott, ich habe mich wegen dem Dings erschreckt. Wo ist er? Autsch. Und der ist weg. Oh, ich habe Angst. Ich habe irgendwo einen gehört. Ah, ich wusste doch, kommt von hinten. Hat dich da unten langlaufen sehen. So war's das jetzt erstmal. Oh, ich habe nur noch 4 Schuss für die Waffe. Und ich mag die gerade sehr. Beruhig dich, Fischi, Fischi. Beruhig dich. Oh Gott. Man hat ja schon von der Entfernung gesehen. Dass man noch woanders hinkommt und dies und das und jenes. Aber irgendwie hofft man immer, dass es dann doch nicht der Fall ist. Naja, ist ja auch eigentlich ganz gut, wenn man halt viel abdecken kann. Bevor man... markiert worden auf der Karte. Ah, kann ich nicht erkennen. Wo? Verdammt! Nein. Aua. So, ich brauche erstmal einen neuen Filter. Oh Gott. Jetzt darf ich mich hier durchquetschen. Oh, Jodla! Oh Gott. Gott sei Dank. Ich hatte schon für einen Moment Angst gekriegt. Oh. Bin gerade wieder mega angespannt. Artyom, are
Habt ihr nicht gemerkt, dass er ein bisschen stumm ist? Ja, haben sie nicht gemerkt. Hat Anna in all den Jahren ihr nicht gemerkt, dass Artyom eigentlich gar nicht redet. Aber ich dachte echt in den Teilen davor, dass er reden würde. Ich war mir so sicher. Upsa. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eigentlich dafür gedacht. Was ist das? Keine Ahnung. Dass auf jeden Fall dieser Weg da rausführt, ne? Genau hier. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Dass ich irgendwas ausgelöst habe, was ich nicht möchte. Oh, da ist noch was zum Lesen. Lesen wir das mal. Dickes Bestandsbuch. Dienerin unseres Herrn. Aha, Dienerin unseres Herrn. Pilzvergiftung. Gläubiger. Ein Dämon der Elektrizität erlegen. Dickes Bestand. Aha. Schwindsucht, Schwindsucht, mangelnde Glaube. Guck mal, Natalia. Heidnische Gräueltat. Aha. Interessant. Okay. Dann hat man auf jeden Fall das da, was man betätigen kann. Da muss aber noch das da hierher. Das denke ich mal, wird hier mitgemacht, ne? Weil das ist das Einzige, was wir so parat haben. Ich wollte gerade sagen, von welcher Seite mache ich das am besten? Das heißt, ich habe das jetzt. Na, dafür hat sich das doch gelohnt. Ich bin immer noch mega angespannt. Einfach nur wegen diesem komischen Fischteil da unter mir im Grunde genommen. Ich fahre jetzt rückwärts. Kann nur nichts sehen, aber okay. Vorwärts fahren. Ah. Ist das jetzt richtig so? Ah, und dann fahre ich vorwärts, genau. Überlegen, ob ich mich hier nochmal umsehe. Was ist mit dir passiert? Ich hoffe, ich habe dich nicht ums gefahren. Ja, immer. Immer. Ich weiß immer, was zu tun ist. Ach, es sind Kaninchen.
electricians to explain proper grounding, and the people still think they can cheat physics. But this guy just told them God ordered to do it this way, and what do you know? They destroyed three of those ball lightning things yesterday with no losses. And Roman was unhappy, though. There's no pleasing some people. But what difference does the color of a cat make as long as the cat catches the rats? October 5th. Solantius is right. We have to get rid of the rest of the equipment. It does attract the ball lightning, and it's not like we are ever going to restore the normal supply of electricity without our generator. So, what's the point in taking a risk by keeping the stuff? We can live without it. October 7th. Roman is dead. That catfish. Yes, there was no real need to gather everyone. We could have gone through it gradually. And it is true that some of the actual useful stuff got thrown into the river too. But such things are bound to happen. So hardly worth starting a commotion over it, jumping into the water. He definitely could feel the power seeping through his fingers. But to go so far as to raise a hand against Solantius? It happened exactly the way the man told us it would too. December 31st. The tape is coming to an end, just as this year. God willing, our troubles are going to end with it too. We're no longer alone in this world. The God is with us, so who could stand against us? Not me, that's for sure. And this means this log is done for. A New Year's Eve is a perfect time to turn a new page. Besides, as Father Solantius says, electricity is a sin. Ah ja. Die haben geschafft, diese Anonymitäten zu erledigen. Wow. Bin ich jetzt aber erstaunt. Blitzableitern irgendwie. Mal sehen. Ob wir auch in diesen Genuss kommen werden. So, ich gucke mich mal gerade auf der Karte um. Okay. Zu diesem Depot. Da war ich, glaube ich, schon mal, ne? Also, oder, da war ich am Überlegen, ob ich da hingehe, glaube ich. Ja, doch. Ich war am Überlegen, ob ich da hingehe und habe es dann doch nicht gemacht. So war das. Oh, dieser blöde Hase. Macht mir schon Angst. Sie plötzlich anhoppeln. Was war anders jetzt, was ich da gehört habe? Okay, ich glaube nur die Viecher. Gehe ich mal stark von aus. Oh Gott. Ich erschrecke mich wegen Wasser. Wasser. Da geht's nicht weiter. Verdammt. Geht's nicht weiter. Das heißt, ich muss das umlenken. Ich muss es hier umlenken. Okay, lass uns das Licht ausmachen. Ah, hier rüber. Da ich aber gerade nicht weiß, ob ich von der Stelle aus einfach zurückfahren kann, dass dann betätige, also vorher schon betätige, dann einfach zurückfahren kann, mache ich das jetzt erstmal so. Und ich habe schon damit gerechnet, dass ich das irgendwo machen muss.
So, fahre ich jetzt schon direkt geradeaus? Okay. Oh, das hat doch geklappt, ne? Nee, hat irgendwie nicht geklappt. Weil ich zu weit drauf stand? Warum gehst du auf der Seite raus? Lässt du mich in Ruhe? Scheint so? Scheint so nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt soll ich da nochmal hinstellen. Ja, jetzt kann ich geradeaus fahren. Das Lustige ist aber, dass ich irgendwie nicht geradeaus fahre. Heißt, ich würde... Wenn ich von hier komme, heißt es, ich würde geradeaus fahren. Ja, der Pfeil zeigt doch geradeaus. Warum funktioniert es dann nicht? Ah, Mensch, das ist genau... Na, guck mal, jetzt fahre ich geradeaus. Ich bin wahrscheinlich immer noch zu sehr auf diesen Dings drauf. Ich habe schon gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe hier. Ist irgendwo wieder ein Hase unterwegs, ha? Oh Mann! Falsches Dings. Da oben drauf sind auf jeden Fall 1, 2, 3, da ist noch ein vierter. Das sind ein paar. Ja.
Ja, von hier oben hätte ich auch runtergekonnt, aber gut. Da laufen die herum. Die mir hoffentlich keine Probleme bereiten werden. Das wird alles schon, ne? Sowas drauf. Warum ist das eigentlich unbewacht? Das würde mich mal interessieren. Von da kam ich, ne? Ja, ja, von da kam ich. Verdammt, ich dachte, ich kriege jetzt hier dieses Teil auf, aber das ist ja gar nicht der Fall. Menschenskinder.